Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hier, Heute, Jetzt Box von Rockwasser. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hier, Heute, Jetzt von Rockwasser, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das fünfte Album der Band. Wir haben hier eine schwarze Metallbox. Auf der Oberseite haben wir einmal den Namen der Band, Rockwasser. Dann haben wir hier den Albumtitel, Hier, Heute, Jetzt. Und in der Mitte eine ziemlich große Sanduhr. Die liegt hier so quer im Cover. Darüber dann Dampf oder Rauch, der hier aufsteigt. Wir sehen hier auch diverse Häuser, also so eine Skyline. Hier dann jede Menge Uhren. Ich dachte erst, es wären so Münzen oder Geld, aber nein, es sind tatsächlich Uhren, also Ziffernblätter. Und bei Hier, Heute, Jetzt haben wir dann auch noch so eine Unendlichkeitsschlaufe, also ein Unendlichkeitssymbol. Also, die Zeit hier auf jeden Fall ein zentrales Thema. So, das Ganze hier rundum in Schwarz. Auf der Rückseite ebenso. Und dann haben wir hier noch einen Aufkleber. Hier lesen wir Ausstattung, also der Boxinhalt. Hier, Heute, Jetzt Digipack mit 13 Tracks, gestrickter Fanschal, gewebter Patch, Aufkleber, Sticker, Autogrammkarte mit Originalunterschriften. Dann haben wir hier noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze erschienen über Rookies und Kings. Wir haben hier einmal einen Schal. Dann haben wir den Patch. Das Album, einen Sticker sowie eine Autogrammkarte. Von innen die Box in Silber. Das ist so eine Metallbox, die hier beidseitig aufgeht. Also sowohl der Deckel als auch der Boden lassen sich hier abnehmen bzw. aufmachen. So, Box haben wir mal zur Seite und dann schauen wir hier noch. Denn zwei Sachen sind hier noch in Folie. Einmal der Schal. Und zum zweiten haben wir dann noch das Album eingeschweißt. So. Also, wir haben hier das Album, das ist vom Design her, vom Cover recht ähnlich wie das in der Box oder das auf der Box. Allerdings kann man das hier noch etwas besser erkennen. Also, es ist etwas schärfer hier, die Abbildung. Hier oben haben wir dann nämlich auch noch, das war vor auf der Box nicht ganz so gut zu sehen, das Logo von Rockwasser, hier hinten in dunkelgrau. Dann lesen wir hier seitlich wieder, hier heute jetzt Rockwasser. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. 13 Tracks sind auf dem Album drauf. Hier oben ist dann nochmal das Logo, das ich meinte, das Rockwasser-Logo. Barcode und natürlich wieder die Beteiligten. Jawohl. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier links in dieser Stecktasche ein Booklet. Jawohl. Also, wir haben hier die einzelnen Tracks. Inklusive der Lyrics, sehr schön. Dann haben wir hier einzelne Bandmitglieder, inklusive deren Funktion, abgebildet. So sieht das aus. Okay, also alle vier Mitglieder der Band wurden hier abgebildet. Die 13 Tracks und dann gibt es hier noch die Credits zum Album. Und hier noch ein Gruppenfoto inklusive Homepage. So, dann packen wir das Ganze wieder zurück. Hier haben wir dann auch nochmal die vier Bandmitglieder. Booklet geht zurück und wir kommen zur CD. Die CD auch hier wieder mit dem Logo von Rockwasser gestaltet. Hier RWR, das ist das Logo.
Auf der Rückseite dann auch nochmal. So, das war's zur Musik. Dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier einen Fanschal. Dieser ist in Schwarz und Weiß. Auf der linken Seite einmal ein weiteres Mal hier das Logo. Dann lesen wir hier mittig Rock Wasser, wobei das erste und das letzte R hier sich so ansehen und auch das R entsprechend länger ist. Dann auch hier wieder das Logo. Wir haben es hier zu tun mit 100% Acryl, made in China. Grüße gehen raus. Und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder links und rechts das Logo. Allerdings in der Mitte dann nicht den Bandnamen, sondern den Albumtitel hier heute jetzt mit dieser Unendlichkeitsschlaufe. Links und rechts haben wir dann auch noch diese schwarzen Fransen hier dran. Gut, dann packen wir den Schal mal weg und kommen zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier einen Patch in Schwarz und Weiß im Querformat. Auch hier wieder das Logo und dann nochmal der Bandname ausgeschrieben, Rockwasser. Und das kann man dann entsprechend aufbügeln. So, ein Sticker ist mit in der Box. Der hier, das ist hier kreisförmig, also man kann das hier rauslösen. Und dann ist dieser Sticker hier kreisförmig, auch wieder in Schwarz und Weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch eine Autogrammkarte. Alle vier Herrschaften hier wieder abgebildet und auch alle vier haben hier mit Silberstift Stift unterschrieben. Matthias, Jörg, Michael und Alex, allesamt hier mit Unterschrift drauf. Und auf der Rückseite ist das hier so im Postkartenstil gehalten. Also Autogrammkarte und auf der Rückseite dieses Postlayout. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Autogrammkarte, dann der Sticker kreisförmig, der Patch rechteckig, dann der Schal in Schwarz und Weiß, sowie natürlich das Album an sich, hier heute jetzt mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Hier heute jetzt von Rockwasser. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rockwasser unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.